Moin, moin, lieber Landrat, ne? Jo, schauen wir mal, ne? Wir grüßen mal hier von dieser regnerischen Stelle aus hier mal den Zuschauer und die Zuschauerin und quatschen mal Greg an, ob wir mal mit ihm aufs Schiff gehen können, ne? Kann ich mir mal dein Schiff ansehen? Was? Du willst auf mein Schiff? Also, da hört sich doch alles auf. Als nächstes möchtest du wohl noch, dass wir dich noch irgendwo hinbringen sollen, oder was? Warum nicht? Hast du was dagegen? Ja, habe ich. Außerdem sagte ich dir bereits, dass ich keinen Anhänger des Königs an Bord haben will. Also vergiss es. Ach Mann. Komm schon hier. Na komm, was muss ich tun, um auf dein Schiff zu kommen? Mann, du bist ja ganz schön hartnäckig. Warum bist du nur so versessen darauf? Da steckt doch was dahinter. Überhaupt nicht. Ich will mir nur mal ein richtiges Piratenschiff ansehen. Mehr nicht. So groß unterscheidet sich mein Kahn nicht von anderen Schiffen. Viel wirst du also nicht zu sehen bekommen. Aber na schön, ich wäre bereit, eine Ausnahme zu machen. Allerdings nur, wenn du bereit bist, mir zu helfen. Ach, schön, schön. Ich soll dir helfen? Was soll ich denn tun? Ich hatte vor einigen Tagen Skip, einen meiner Jungens, den Auftrag gegeben, nachzuforschen, was im Landesinneren los ist. Aber bisher ist er nicht zurückgekommen. Anscheinend braucht er Hilfe, sonst wäre er längst schon wieder zurück. Verstehe. Ich soll ihn suchen. Ja, wenn du ihn findest und zurückbringst, bin ich bereit, dich auf mein Schiff zu lassen. Außerdem winken dir noch 300 Goldstücke Belohnung. Na, was sagst du? 300 Goldstücke? Wie großzügig. Aber die Sache hat doch bestimmt einen Haken. Einen Haken? Wie meinst du das? Ich meine, dass diese Suche sicher nicht ganz ungefährlich sein wird, richtig? Nun, das stimmt allerdings. Im Landesinneren gibt es jede Menge Monster. Dann gibt es noch die Banditen. Und wahrscheinlich wirst du auch auf jede Menge Orks stoßen. Ja, ja. Orks? Gibt es dort denn welche? Ja, mein Junge. Und nicht zu wenig. Gerade deshalb habe ich Skip ja losgeschickt. Er soll herausfinden, warum jetzt so viele Orks hier auftauchen. Woher kommen denn die Orks? Aus den Bergen. Dort gibt es ein paar Orksstämme. Bisher sind wir von diesen verschont geblieben. Aber aus irgendeinem Grund müssen die Orks hinab ins Tal gekommen sein. Und woher weißt du das? Ich hatte Skip schon einmal auf Kundschaft geschickt und er hatte mir berichtet, dass einige von diesen sich bereits im Canyon breit gemacht haben. Um die müssen wir uns bei Gelegenheit noch kümmern, bevor noch mehr ankommen und die Orks uns gefährlich werden könnten. Tja, wegen Skip, mal gucken. Wegen Skip. Ja, mein Jung, was willst du wissen? Wie komme ich ins Landesinnere? Nun, der normale Weg dorthin ist nicht mehr zugänglich, seitdem die Magier diesen durch eine große Gröllmasse versperrt haben. Welche Magier? Nun, die Wassermagier, die eine Zeit lang hier waren. Wassermagier? Was wollten die denn hier? Gute Frage. Vielleicht haben die irgendetwas in den Tempeln gesucht. Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig. Sag mir lieber, wie Skip in das Landesinnere gekommen ist. Durch einen Teleport, der sich im Canyon befindet. Ah, gut, ja. Dann kann ich ja denselben Weg nehmen. Tja, das geht leider nicht mehr. Und warum nicht? Das Ding funktioniert nur, wenn ein Fokus auf die Säule neben dem Teleport gestellt wird. Und dieser ist leider verschwunden. Wie, der Fokus ist verschwunden? Hast du vielleicht eine Idee, was mit diesem geschehen ist? Also, ich kann mir nur denken, dass die Orks aus dem Canyon dahinter stecken. Wieso denkst du das? Nun, wer hätte sonst ein Interesse daran, dass das Ding nicht mehr funktioniert? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch den Fokus so bald wie möglich zurückholen. Du sagst es. Und darum willst du jetzt das Ding suchen. Ja, klar. Wieso nicht du oder einer von deiner Mannschaft? Meinst du, ich habe Lust, dass übrigens alle Orks aus diesem Tal herfallen? Die wissen doch, wer wir sind und wo wir unser Lager haben. Wenn aber ein Fremder den Fokus holt, dann ahnen unsere behaarten Freunde nicht, dass wir was damit zu tun haben. Da ist allerdings was dran. Aber wenn ich so einen gefährlichen Job übernehme, brauche ich schon Unterstützung. Außerdem will ich hierfür auch Gold sehen. Ja, na schön.
Ich will mal nicht so sein. Wenn du den Fokus hast, bekommst du von mir 200 Goldstücke. Einverstanden? Einverstanden. Schön. Außerdem kannst du Brandon mitnehmen. Der langweilt sich sowieso schon die ganze Zeit herum. Viel Erfolg noch. Viel Erfolg noch. Ja. Logbuch, die Kraft der Fokussteine. Also kommt ein Fokusstein auf den Sockel. Ja, ich tue nicht nur so, ich weiß es, wusste es wirklich nicht. Um das nochmal hier an dieser Stelle zu betonen. Jep, Teleport im Canyon, das ist natürlich, kann natürlich nur das Ding sein. Skip, überspringen. Der Piraten, den muss ich ja erstmal gucken. Im Landesinneren, das Piratenschiff, jo, aber nur wenn ich Piratenbeute, ich habe Jenkins die Karte abgekauft. Wenn ich alle Schätze gefunden habe, muss ich ihn wieder zurück. Bericht erstatten. Ja, die Tür ist bis denn verschlossen. Ist sie nicht. Okay, speichern. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht kann ich ranschleichen. Wer bleibt da noch richtig schön hocken? Sextant, goldener Kerzenständer. Was haben wir hier? Oh, hier gibt es noch mehr Sachen. Silberteller. Silberner Kerzenständer, Silberkelch, Lederbeutel. Oh, richtig schöne Sachen hier. Oh, und eine silberne Schale. Mein Gott, Piraten haben immer geklautes Zeug, welches ich mir natürlich zurückklauen werde. Feder zum Schreiben. Okay, Truhe. Unverschlossen, was haben wir denn hier? Logbuch von Greg? Hey, ja, gucken wir gleich mal nach. Logbuch vom Greg. Hier ist nämlich noch eine Truhe drin. Aha. Da müssen wir mal wieder knacken tun. Hä? Ah, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben 50 alte Münzen. Stängel Sumpfkraut, Goldbrocken, Gletscherquarz 87, Fisch. Okay. Also haben wir erstmal hier seine Butze ausgeräumt. Und gucken erstmal, ob wir ungeschoren da vorbeikommen. Mal wieder über die Schwelle. Hallo Greg, gibt's was? Nö, gibt's nicht. Hat er also nicht gemerkt. Hervorragend. Dann schauen wir uns mal die anderen Gesichter an, die anderen Peoples. Lukas, hey, hau den Lukas. Lass mich in Ruhe. Wie geht's? Lass mich in Ruhe. Ja, okay, ist gut, Lukas. Dafür muss ich jetzt büßen. Irgendwann muss noch eine Truhe. Brandon. Sieh an, ein Neuling und eine Landratte noch dazu. Jo, bin ich. Was kannst du mir denn beibringen? Was kannst du mir beibringen? Nun, ich könnte dir beibringen, stärker und geschickter zu werden. Aber warum sollte ich das tun? Verstehe. Wie viel willst du haben? Nicht viel, Kleiner. Du gibst mir einen aus und ich unterrichte dich. Aber komm mir bloß nicht mit so einem billigen Fusel an. Okay. Hier, dein schneller Hering. Hä? Wo wusste ich das? Was gibt's Neues? Ich will bei dir trainieren. Dann gebe ich mein schneller Hering. Dein schneller Hering. Geht runter wie flüssiges Feuer. Sehr gut, schneller Hering. Du sollst mir helfen. Ich will bei dir trainieren. Ich will bei dir trainieren. Na also, läuft doch. Ich brauche nämlich unheimlich viel Geschick. Weil das ist nicht so toll bei mir. Ich gehe mal eben kurz auf das Charakterprofil. Ich habe nämlich nur 82 und ich finde, ich sollte mindestens doch mal an die 100 heranreichen. Aber fragen wir ihm erstmal was anderes. Du sollst mir helfen. So? Wer sagt das? Greg, ich soll Skip suchen. Dafür benötige ich den Fokus, den sehr wahrscheinlich die Orks aus dem Canyon haben werden. Endlich passiert dir wieder mal was. In Ordnung. Knöpfen wir uns die Orks vor. Von mir aus können wir sofort los. Okay. Gibt's noch was Neueres? Was gibt's Neues? Warte mal. Ups. Psst. Nichts. Ich kann nichts erkennen. Alles beim Alten. Sehr gute Zwischensequenz. Ja, ich werde mal kurz abspeichern. Das war doch seine Entscheidung.
Ja, bevor wir Brandon mitnehmen, werden wir nochmal hier alles die anderen klar? Lass fragen. Mich in Ruhe. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Hey, lass mich in Ruhe. Okay. Weil du so böse bist. Gibt's erstmal Taschengeldentzug. Garrett. Jan, ein neues Gesicht. Keiner von den dreckigen Banditen. Will ich doch hoffen. Ich bin Garrett. Wenn du irgendetwas brauchen solltest, frag zuerst mich. Ich könnte dir sagen. Naja, das heißt, handelt der, wa? Hallo, womit handelst du? Ich kann dir fast alles besorgen. Wein, Waffen und vieles. Was man sonst so braucht. Außer Schnaps. Wenn du einen ordentlichen Schnaps willst, geh zum Samu. Wer ist das? Unser Schnapsbrenner. Er hat seine Höhle etwas abseits des Lagers am Strand. Nicht schwer zu finden. Geh einfach Richtung Norden. Ich kann dir nur raten, dich gut mit Grog einzudecken. Einige der Jungs hier sind neu gegenüber nicht gerade aufgeschlossen, verstehst du? Da kann ein ordentlicher Schluck Grog Wunder wirken. Aha. Tja. Der berüchtigte Captain Greg ist also euer Anführer. Was habe ich von ihm zu erwarten? Er wird ja bestimmt nicht erfreut sein, einen Kämpfer des Königs in seinem Schlupfwinkel zu haben. Er ist ein harter Knochen, das kann ich dir sagen. Und raffgierig bis aufs Blut. Er lässt unseren Schatzmeister Francis immer gerade so viel zahlen, dass es zu keiner Meuterei kommt. Und wenn einer von uns mal das wirklich Wertvolles erbeutet, reißt er sich selber unter den Nagel. Ja, das habe ich ja jetzt. Aber er hat ja gesagt, man soll viel Grog haben. Dann gucke ich doch mal selber, wie viel Grog ich habe. Weil dann brauche ich keins einkaufen. Echter Seemannsgrog, weißer Rum. Und hier dieses, ach, sieht gefährlich aus Zeug. Na gut, okay, hätte nicht sein müssen, dass ich das eben bei dem eine. Was handelt er denn? Zeig mir deine Ware. Schwerer Zweihänder. Orkschlechter. Riesenmachete. Machete. Streitaxt. Boah, Riesenmacheten. Alter, was ist denn hier alles los so? Nein. Oh. Ja, Rum, Lebensenergie, Pfeile, Bolzen, Armbrust, schwere Armbrust. Schwere Armbrust. Bom, bom. Amulett der Flammen. Kurz vor Feuer 10. Ach, hier wird auch gewürfelt, so wie ich das sehe. Ring der Verteidigung. Schraubenzieher? Nee, Dietrich. Mhm. Bruchstahl, schwarze Perle. Piratenhul mit Stahlkappe. 15-10, muss ich mir mal eben kurz merken. Und Piratenkleidung. Piratenmantel. Aha. Hat das irgendwas jetzt noch zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Das will doch keiner. Sprechen wir mal. Wen haben wir denn ausgelassen? Smythe. Smith. Hallo. Smythe. Wer bist du? Mal gucken. Man nennt mich Smite. Smite. Sag bloß, du willst hier anheuern. Dann wirst du aber kein Glück haben. Und warum? Ja, nicht, das ist alles. Nun, Greg braucht keine Leute mehr. Die Mannschaft ist komplett. Ich könnte dir sagen. Und was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Nichts. Was sollte auch schon groß passiert sein? Keine Ahnung. Also langweilen die sich hier viel. Naja, gucken wir mal eben hier, was es hier noch so zu holen gibt. Das war keine große Sache. Oh, falls es was zu holen gäbe. Mhm, okay. Schamdiedel, Schamdudel. Das hätte er auch selbst wissen können. Und rein in seine Hütte hier. Bier. Wasserpfeife. Wacholder gibt's auch. Brauchen wir mal wieder ein bisschen was. Ich fühle mich entspannt. Oh. Aha, okay. Ich habe keinen Apfeltabak mehr. Der ist weg. Naja, ist er so wichtig? Ich glaube nicht so. Das interessiert mich nicht. Oder? Zip, Smite. Dann haben wir also schon mal Smite geschmittet. Bill. Das interessiert mich nicht. Renn, das war ja unser Kumpel. Irgendwann muss das ja so kommen. Tja, ich würde mal sagen, Jenkins haben wir auch befragt. Tom. Und würde mal sagen, wir können ja eigentlich. Ich möchte mal wissen, was der Brandon jetzt macht, wenn wir ihn mal. Ich brauche Geschick. Ich glaube, ich brauche Geschick. Bevor ich das mache, speichere ich mal lieber nochmal.
So, gucken wir erstmal in die Fähigkeit rein hier. 50, 30, dann hätte ich nur noch 20. Mhm, okay. Trainiere mich mal mit Geschick. Ich will bei dir trainieren. Und zwar 15, 5 Lernpunkte. 5, dann haben wir jetzt 10. Jetzt haben wir nur noch 20 an Lernpunkte. Soll ich das jetzt machen? Ah. Je geschickter du bist, desto besser triffst du dein Ziel. Das weiß ich. Nochmal 92. Na, dann hätten wir nur noch 98. Ne, 97. Gut. Dann würden wir mal sagen, lass uns die Orks platt machen. Komm mit. Bin schon da. Das sehe ich. Was kann man ihnen denn sagen? Brandon, bessere Waffe geben. Ei, jetzt habe ich auch so einen Dandolo-Ersatz. Boah, jetzt müssen wir erstmal gucken, was er für Waffen hat. Der hat überhaupt gar keine dabei. Hauer, hauer, hauer. Da kann ich ihm noch ein Kriegsschwert mitgeben. Ansonsten hat er überhaupt nichts mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Kampfverhalten. Ja, auch das haben wir wieder. Defensiv, offensiv. Ich sag mal erstmal defensiv. Und was kann man noch machen? Was gibt's Neues? Heiltrank, ich will bei dir trainieren. Aha. Ich kann ihn nicht irgendwie sagen, warte mal. Na gut, okay. Okay, er ist genauso schnell wie Dandolo. Henry! Maske. Okay, wir sehen uns vor dem Ork-Lager. Das werde ich dann überspringen. Eine kurze Einblendung. Mir ist nämlich aufgefallen, ich sehe mich doch auf den Kreuzkarten. Wahrscheinlich habe ich das in der letzten Folge übersehen. Weiß ich nicht. Aber da hier, ihr seht den weißen Pfeil. Das nur so als Querinfo. Ja, Brandon, hier sind wir. Schau mal, da sind die bösen Orks drin und da ist irgendwie ein riesen Portal aus Stein. Und da stehen nämlich auch noch welche davor. Wie machen wir das denn jetzt? Ich würde mal sagen, ich ziehe erstmal mein Wäffelchen und wir bereiten uns mal vor. Also ich will dich ja nicht den ganzen Orks zum Fraß vorwerfen, deswegen habe ich dich auf defensiv gestellt. Und schauen wir mal, welcher Ork denn hier als erstes Lust... Ja, da ich höre Waffen, die gezogen wurden! Oh, Eislanze. Das ist auch gleich der Ork-Schimpanse, Schamane gewesen. Okay, so läuft das. Brennen? Sehr gut gemacht. Was haben wir denn hier? Oh, Essenz der Heilung oder ein Heiltrank? Yep. Weiter geht's. In kleinen Schritten. So, da kommt der Nächste. Renten, da ist der Nächste. Guck mal hin. Und mit gezogener Magiewaffe. Ah! Der hat mich getroffen. Nein. Und Renten steht da. Renten, mach was. Tja. Mal ein bisschen Abstand finden. Ich schaff das eh nicht. Wo ist denn jetzt der Schimpanse? Ach, der ist da. Ich glaube nicht, dass ich da was hinkriegen kann. Nee, klar. Ja, Brandon, wenn du mir immer stehen bleibst, dann werde ich dann halt eben dich doch mal hier in die Petrouille bringen müssen. Okay. Ach ja, den Ork-Schaman mal mit dem Feuerstoß. Oh, da ist er ja schon. Okay. Mal gucken wir mal, was Brandon so macht. Er geht da hin. Mit meiner Waffe, die ich ihm gegeben habe. Mal gucken, ob er heftigst ist. Okay. 570 Erfahrung gibt es. Und wie viel... Oh. Brandon!
Du bist ja besser, als ich dachte. Heidenei. Dann schauen wir doch mal nach, was die gemacht haben. Was die noch besitzen. Stammeskrieger. So. Krasch. Ach, oh, die da unten sind unheimlich nah. Ah, da haben wir eine gelbe Steintafel und einen Fokusstein. So muss er sein. Da ist er ja, der Fokusstein. Dann gibt es da noch einen hier irgendwo. Da ist nicht zu holen. Stammeskrieger, war nicht noch ein ganz normaler da? Wohl eher nicht. Gut. Da sind sie schon. Mitten im Aufsammeln. Nein, so will ich es nicht haben. Wo ist denn jetzt der? Wo ist denn jetzt? Wo ist Brandon? Ach, der bleibt doch nach hängen, der Brandon. Okay, dann muss ich mich so positionieren, dass er... Oh, Menno. Und du nimmst ja gar keinen Schaden. Also der ist gut. Der ist gut, der Brandon, muss ich schon sagen. Jetzt werden wir wirklich mal hier abspeichern. Zum Abspeichern kommen. So. Okay, jetzt bleibt er nicht mal an diesem Faden hängen, an diesem Seil, an dem Tampen. Okay, Ork-Schamane. Oh, haben wir den schon? Ja, haben wir. Nee, haben wir noch nicht. Ich wusste doch, einen hatte ich vergessen gehabt. Okay. Da unten sind welche. Und zwar hier vor diesem... Ich schätze mal, dass es ein Tempel ist. Oh, jetzt habe ich wieder geschätzt. Oh, stopp. Ich habe Waffen gehört. Komm, welche? Ne, höre ich nicht. Okay, dann nehmen wir mal in der Zeit mal hier die Felle auf. Diesen goldenen Kerzenständer und die Truhe, die nicht verschlossen ist mit 45 Gold. Okay. Die wird verschlossen sein. Und ich habe sie mal im Off aufgemacht. Ich wollte jetzt nicht so hier mit dieser Riesenkombination euch nerven. Es war nichts Besonderes drin. Dafür haben wir jetzt noch unheimlich viele, viele Orkis zu erledigen. Mal gucken, ob der Brandon... Hallo, Brandon. Ja. Okay. So. Okay. Da ist noch einer über. Okay, auch den haben wir beide, beziehungsweise eigentlich mehr Brandon, erledigt. Wunderbar. Stammeskrieger. Und mal wieder... Mit dem gleichen Kram abspeichern. Oh, hä. Da ist noch ein Einsamer. Was haben wir denn hier drin? Wir haben noch nichts genommen. Okay. Nee, da sind noch drei. Okay, trotzdem gucken wir mal hier rein. Wagfälle. Oh, was liegt denn hier? Kugeliger Fisch? Das wird jetzt immer spannender hier. Kugeliger Fisch. Erstmal hier im Auge behalten, was da ist. Kugeliger Fisch. Da gucke ich mir mal an. Da ist er ja, der kugelige Fisch. Da ist sogar was. Ach so. Da ist was drin versteckt. Erzbrocken erhalten. Ja, sehr spannend. Sehr spannend. Und wollen wir mal weitermachen. Und zwar hinten da diesen Eingang mal. Gucken wir mal. Ah, ich habe wieder mein Rennenring nicht abge... Okay. Jetzt kann ich ja rennen. Ah, shit, der Baum. Puh, das war Glück. Okay. Hab ich mein... Ah, das ist mit diesem Ring der Geschwindigkeit. Da muss man echt drauf aufpassen. Habe ich schon. Nee, da habe ich noch nicht. Da liegt nämlich noch so eine Krasch-Agasch. Krasch-Agasch. Und, oh, das hat er denn da Lustiges? Ach, nur ein Golden. Okay, da werde ich mal abspeichern und vorher was essen. Jawohl. Brandon, ich glaube, wir haben sie hier alle irgendwie ein bisschen vertrieben. Umgenietet. Und jetzt bin ich gespannt, was sich da verbirgt. Also hier. Du auch, Brandon? Oh mal, ist noch hier irgendwas verteilt? Gibt es noch irgendwelche lustigen Hinweise?
Das sieht übel aus da drin. Oh. Ist jetzt gut. Willst du die ganze Insel entvölkern? Ich gehe zurück ins Lager. Hä? Du bist doch doof. Wieso willst du denn jetzt aufgeben? Warte mal. Komm mit. Komm mit. Bin schon da. Ah, okay. Aber das war ja eine lustige Sprechsequenz. Es ist gut. Willst du die Aha. ganze Insel entvölkern? Ich gehe zurück ins Lager. Na toll, Brandon. Blöd, er geht jetzt zurück ins Lager. Hab ich denn sonst noch irgendwas? Nee, ich glaube, ich brauche nicht mehr. Dann gehe ich mal kurz hier rein. Guck auf die Zeit, muss kalkulieren. Wenn es mehr oder weniger wird, seid es mir verziehen. Gucken wir mal, was wir hier drin haben. Wieder sehr, sehr geheimnisvoll aus. Und ja, klar, es geht hier mal runter. Hier gibt es eine Truhe. Dann geht es hier runter. Hier gibt es eine Truhe. Schauen wir mal. Die ist unverschlossen. 20 Gold, Steintafel der Stärke, Steintafel der Lebensenergie. Schön. Dann hätten wir die auch schon mal. So, und du musst geknackt werden. Wetten? Ja, wie kann es denn anders sein? Jawohl, das ging doch gut. Ankäse, ja. Ankäse. Und sonst noch was Besonderes? Pech, grober Perkristall und sonst was das. Oder war doch nur eine Axt mit bei oder ein Beil? Ja, dann gucken wir uns und merken wir uns mal, gehen wir hier rechts runter oder links runter. Wir wissen es nicht. Deswegen mache ich an dieser Stelle Schluss. Okay, bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch einen guten Tag und ein schönes Restwochenende. Ciao, euer David.